Minute erwartet. Yeah, taking these chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. They don't know just what to do with me. Promise this is nothing new to me. If you came in here to ruin me, hope you writing out a eulogy. I was tailor-made beautifully. You can never find it. Aber Taschen sind Taschen bleiben im Auto. Dann schauen wir mal. Essen und Trinken ist auch bei, ne? Essen und Trinken habe ich vergessen. Aber ich bin ja nur so 7 oder 8 Stunden unterwegs. Schön, ey. Das war in der Uber. Im Weitwinkel sieht das Boot echt groß aus. Und hier unten auch. Mit Tintenfisch. I'm just explaining for the camera. Oh, okay. So we were fishing with squid. Uh-huh. How deep is it? It's about 40-45 meters. 45 meters, okay. I fish all the time with a hand line. Yeah, okay. You go down to the bottom and then a little bit above? Up about half a meter. Okay. Yeah. Got one. Yeah, it's it's off. Yeah, yeah. Yeah. First fish of the day. Yeah. That's grouper. Grouper? Yeah. Very good. Man sieht Alex sogar von zu Hause aus. Unser Zuhause. Da hinten der Hafen und dieser ganz kleine Punkt da. Dieses Mini-Mini-Boot da, was nicht mal aussieht wie ein Boot. In einem anderen Spot. Hier ist glaube ich ein bisschen, ist hier deeper, ja? Ja, ist more deeper than there, yeah. Aber die Aussicht ist umso schöner, finde ich. Ist ganz schwierig einzuschätzen, weil einfach so viel Wasser quasi gerade auf dem Blei ist. Wenn man ein bisschen hochzieht, ist halt ein übelstes Gewicht, was man hochzieht und man denkt, man hätte einen Fisch dran, aber ist gar kein Fisch. Ist also Grouper hier? Ja. Ja. Oh, no Grouper. Red Snapper. Red Snapper? Uh-huh. Oh. A long way up. It's about 65-70 meters. No more than that. Maybe it's also a small one, but comes from deep. Maybe it's a big one. Could be. Oh!
I got two. Yeah. Very good. Awesome. Two fish in one. Cheers. It's wine, sugar and lemon. It's good. Oh yeah, red snapper. Ja, gerade gesagt, wir gehen gleich nochmal raus. Also gegen 9 und 10 werden wir eine Runde Trolling machen, das heißt Schleppangeln auf Barracuda. Ja, da bin ich ja nochmal gespannt drauf. I think we will catch big grouper. Ja. Very big. Turn this off. You always leave your boat in the corner? Yeah. Yeah, very good. It's no problem in the harbor? Pardon? It's not no problem? For me, no. For the harbor? I don't give a shit to the people from the marine. Okay. When they come, in the beginning, when they come talk with me, I say, fuck off. That's it. Right. Yeah, very good. Before they come to the Caleta, I born in here, I live in here. Yeah. You know? Right. The guys who want 82 euros each month to protect the boat inside the marine. Yeah. It's too expensive as I am. Okay. Too expensive. Just for renting a parking slot, yeah? Yeah. We pay in here more money because the tourism. Yeah. You know? That's why my retire is 420 euros. Da ist auch ein kleines Dorf und das ist Jardin du Mar. Da hinten ist Paul du Mar. Richtig schöne Orte, aber richtig untouristisch. Finde ich richtig geil. Es ist wirklich kaum Menschen da. In Paul du Mar gibt es sogar Sozialwohnungen für Leute, die keine Arbeit haben. Da wird sich um gekümmert. Also hier ist heftig. So, wir sind jetzt hier auf Höhe von Jardin du Mar und lassen die Angeln wieder runter und haben schon zwei Fische gefangen innerhalb von kürzester Zeit. Das heißt, ich glaube, hier ist ein guter Spot. Ich lasse einfach mal die Cam laufen, damit man mal sieht, okay. Damit man mal so ein Zeitgefühl kriegt, wie schnell das hier eigentlich geht. Ah, war ein Biss. Ja. Ah, it's a good one. How do you call it, Grupa? Grupa. It's Grupa. Yes. Yes, 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 yes. Come on. Yeah. Red snapper again. Das Video endet an dieser Stelle leider ein bisschen abrupt. Ich habe die Speicherkarten komplett vollgehauen und ich habe es einfach nicht mehr gemerkt. Gomez, du hieß der nette Mann und ich, wir sind jetzt auf jeden Fall connected.
Er hat mir seine Nummer gegeben und wir gehen jetzt wahrscheinlich häufiger mal zusammen raus angeln. Er war super glücklich, ich war super glücklich, alle waren super glücklich. Er hat mir angeboten, einen Teil der Fische mitzunehmen. Ich habe gesagt, er soll das ruhig mal für sich behalten. Ihr habt ja gehört, er kriegt eine Rente von 420 Euro und die wollten sogar, dass er 82 Euro im Monat davon für seinen Stellplatz im Hafen ausgibt. Deswegen habe ich gesagt, nee, alles gut. Ich habe ihm nachher noch ein bisschen was gegeben und wir werden wahrscheinlich nochmal auf einen Fishing-Trip gehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne mal einen Daumen nach oben lassen oder auch ein Abo. Beim nächsten Mal wird es vielleicht auch ein bisschen dynamischer. Es war für mich einfach nur ziemlich entspannt, die ganze Zeit auf dem Wasser zu sein. Und es war für mich so eine Art Meditation. Einfach mal runterkommen, ein bisschen angeln. Und es war einfach überragend. Für mich war das wirklich seit langem das schönste Erlebnis, was ich hatte. Und das ist für mich wieder so einer der Beweise dafür, ey, Geld macht dich nicht glücklich. Und sowas ist komplett unbezahlbar. Bis bald.